Tag, wenn du jetzt schon von einer anderen Frau träumst, vielleicht bist du da noch nicht bereit für die Ehe. Baby. Nimm ihn einfach. Bist du verrückt? Baby, das war nur ein Sextraum. Etwas, das wir alle haben. Stimmt's, Ted? Nein, ich habe sowas nicht. Ich habe nur einen Traum, der sich immer wiederholt. Darin halte ich seinen Kopf unter Wasser, bis die letzte Luftblase aufsteigt. Ted, wann kommen meine Hähnchenflügel endlich angeschwirrt? Okay, ich schicke sie noch zum Dermatologen, aber ich halte es nicht für eine große Sache. Ja, ist auch kalt hier. Und dann sagte er was, das ich nie erwartet hätte. Ich mag dich nicht. Das nicht, das hatte ich erwartet. Aber ich weiß, dass dir das peinlich war und ich bin dir sehr dankbar. Ich bin Arzt, das war meine Pflicht. Begrabe mich jetzt nicht mit der Hand. Das ist echt peinlich. Elliot, könntest du bitte mal ruhig sein? Okay, aber wenn es hier zu ruhig wird, dann schläfst du vielleicht ein und dann werde ich es dir im Traum richtig besorgen. Du schnallst das einfach nicht, oder? Seit Carla meine Freundin ist, habe ich von keiner anderen mehr geträumt. Du bist verlobt, Turk. Das ist eine Wahnsinnsverpflichtung. Es ist völlig normal, sich eingesperrt zu fühlen oder unsicher oder vielleicht sogar Schiss zu kriegen. Wirklich? Aha. Verzeihung. Baby? Ja? Hast du mal von jemandem geträumt, seit wir verlobt sind? Nein, Baby, aber ich verstehe das. Komm her, ich werde dir neuen Stoff zum Träumen geben. Versuch doch mal, meine Tätowierung zu finden. Hi, Jordan. Es ist wirklich merkwürdig. Ich schaffe es nicht mal, genervt zu sein und mir zu wünschen, dass du in einer Folterkammer zu Tode gequält wirst, wenn ich mir dieses wunderschöne Gesicht ansehe. Jordan, hör zu, ich muss dir was sagen. Weißt du, ich liebe meinen Vater, aber er sieht einfach nicht aus wie ein Quinn. Vielleicht, weil er nicht besoffen deine Mutter anbrüllt. Was bist du? Ein Kevin? Ein Billy? Ein Jack? Wow, also schön. Er heißt Jack. Soll mir recht sein. Nimm du ihn. Also, was wolltest du mir sagen? Gar nichts. Gar nichts. Salum der Blirit might better modo verkla aua et in situation er voli. Also, wovor haben ihn Bruder so Leute von mir? Ja, wir wissen, warum sein Bruder ihn belogen hat. Tja, er hat vermutlich versucht, sie zu schützen. Oder er dachte, er versucht, sie zu schützen, dabei hat er sich nur selbst geschützt. Augenblick, ich habe das Wort für schützen vergessen. Hen will... Bistim Skonedai. Skonedai. So denn er, mein Bruder. So ist mein Bruder. Hen Troa, Elzit, Hen will, der best for mai. Er glaubt immer, er weiß, was gut für mich ist. Es ist merkwürdig, wie man sowas auf andere Menschen übertragen kann. Ich wusste, Mr. Olsens Bruder hätte nicht versuchen sollen, ihn zu schützen. Und trotzdem verhielt ich mich bei jemand anderem genauso. Aber er war nicht immer Entschuldige, so. Entschuldige, Jamie. JD? Einer meiner Patienten ist sauer auf seinen Bruder, weil der sich einbildet zu wissen, was gut für ihn ist. Und das gab mir zu denken. Weil ich nach der Nummer, die wir beide auf der Beerdigung geschoben haben, genau dasselbe mit dir gemacht habe. Also wenn du wirklich eine Beziehung willst, dann ziehen wir es durch. Ich bin nämlich echt verrückt nach dir. Und du hast recht, denn man ist mausetot und kommt niemals wieder. Wer sind diese reizenden Menschen? Die Eltern meines verstorbenen Ehemanns. Oh Gott, wie kann ich das bloß gerade biegen? Das wird wohl nichts.